Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu Folge 5 oder was weiß ich, zu Star Revenge. Star Revenge, Night of Doom! Redone! Yeah. Ja, ich wollte schon Redone sagen. Ja, ich habe einen Feature-Gast. Oh mein Gott, das ist ja ganz was Neues. Das ist Ice Blue Girl. Und genau so ist mein Name. Und ja, wir gehen jetzt in verlorene Buchtenstadt. Gefährliche Stadterkundung. Ja. Ice Blue Girl ist ein toller Name, nennt mich auch einfach Demenz. Ja, Demenz ist auch sehr schön. Moment. Hey, ja, listen bitte. Ghost 3. Boah. Daher Hass. Was? Daher, dass ich einen leichten Hass gegen dieses Level hege, wird der erfolgende Text einfach der englische sein. Welcome to the motherfucking Course of the Room Tortures. Ja, excuse me for this how language. Entschuldigung, also Moment. Herzlich willkommen zu diesem Motherfucker Kurs der Verdammnis und Tortur. Es tut mir leid für diese Sprache, aber also für diesen Ausdruck, aber ich habe so viele. Er hat die Hälfte des Kurses entfernen müssen. Die 100, der 100 Münzenstern ist ein bisschen verbockt. Versuche den 100 Münzenstern hier einzusammeln. Statt Schockiers auch. Also da, wo die Sternschockiers sind. Und andere Hinweise hier: der See ist. Er hat Gift. Und toxischen Dings. Smog. Toxischen Gift. Toxischen Gift. Haben du tust Lucky, du komm. Sehr gut, war das jetzt wirklich so schwer? Ich kann nicht so gut Englisch, aber ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut übersetzt. Okay, ich musste ja die englische Version spielen, musst du wissen. Ja. Und ich habe ein Let's Play von der Demo gemacht, wer es nicht weiß. Und mein Name ist nebenbei nicht Ice Blue Girl. Sondern Demons. Demons? Also Stadterkundung, ich denke mal, das ist da. Ah, geht weg! Das ist das, wo du raufgehen musst. Ja. Ich finde das eigentlich gar nicht so schwer. Ich finde. Ja, wenn man erstmal weiß, was man tun muss, ist also, das nicht so schwer. Wir haben schon mal die erste unsichtbare Wand entdeckt. Das ist natürlich sehr schön. Also, ja, wer ein tolles Let's Play sehen will, schaut bei mir vorbei. Beim Let's Play von der Demo-Version. Das war mein erstes, das war schlecht. Naja. Was dein erstes Let's Play? Ja, das war mein erstes Let's Play. Das hast du doch bei einem Kumpel aufgenommen. Nur einen Part. Ah, was war das? Und das war mein Cousin. Okay. Und man hat irgendwie gemerkt, dass ich genervt war, habe ich das Gefühl. Ich hasse diese Stelle übrigens. Ja, wer nicht? Mann. Okay. Irgendwie erschreckend, wie ich mich noch an alles erinnern kann, obwohl das jetzt schon wahrscheinlich 3 Monate her ist. Ich Let's Play ja eigentlich schon seit irgendwie 3 Jahren. Aber naja, ich hatte viel Pausen und meine ersten Let's Play waren auch nicht so das Gelbe vom Ei. Jo. Ich hab's geschafft. Wow, das war gut. Ja. Das war gerade voll unlogisch, wie du den getötet hast, aber egal. Es ist Mario 65 Logik. Wieso was machst du da? Ich mach das immer so, Moment. Das geht so. Moment. So werde ich das machen. Ich wollte keinen Schaden nehmen. Was? Ich mache das viel einfacher. Naja, es geht auch so. Und wenn ich selbst jetzt benutze, dann traue ich mich sowas auch. Okay, das sollte mit einem Dreiersprung gehen. Ja, wenn tut's ich ihn auch. Dann auch ausführen könnte. Sagtest du nicht, dass ich schlecht bin? Wir sind beide schlecht, mein Freund. Wir sind beide schlecht. Okay, das stimmt. Okay. In Wirklichkeit gibt es keine guten, es gibt nur welche, die nicht ganz so schlecht sind wie die anderen. Genau. Ah. Warum machst du es nicht auf den coolen Weg und gehst einfach oben übers Dach? Also du machst so lange Wandsprünge, bis du am Dach bist und dann cheatest du dich mit dem AB-Trick. Dann musst du dich mit dem AB-Trick rüber cheaten. Scheiß drauf, legale Weisen. Ah, du bist so langweilig. Ich zeige tolle Wege, die gewollt sind. Und das war doch ein schöner Sprung, oder? Ja, der war toll.
Also, das war. Ich habe bis heute den letzten versteckten Stern nicht gefunden. Das liegt vielleicht daran. Das war der falsche Safe State, mein Freund. Oh, auf welchem für den Safe State bin ich jetzt? Oh, ich drücke den falschen Knopf. Ah. Okay, das war jetzt irgendwie seltsam. Wieso wechsle ich eigentlich die ganze Zeit aus Versehen meine Safe State Slots? Ich frage mich bis heute, wie ich das eigentlich schaffe. Oh, da hinten gab es so eine gemeine rote Münze. Ja, wow, das war gut. Ja, das ist eine spezielle Technik, die nur Leute können, die Manu heißen. Ah. Also ich finde diesen Sprung ja wirklich sehr toll, wenn man halt abspringt, da kann man eigentlich sehr weit kommen, wenn man ihn richtig ansetzt. Ja. Und da tue ich mich lieber halt irgendwie treffen lassen, weil das sonst nicht ganz so einfach ist, hier nicht zu treffen zu lassen. Oh mein Gott, mein Deutsch ist mal wieder wunderbar. Ich mach den tollen Domtendo-Sprung. Ja, den habe ich glaube ich auch damals verwendet. Der Domtendo-Sprung. Das ist ein sehr schöner Sprung, ich meine, sonst hat er ja auch keinen Namen. Rückwärtssalto klingt langweilig. Ja. Und übrigens nur so mal erwähnt. Ich wusste damals nicht, dass man für diese Münze, die gleich kommen wird, diese Kiste. Das wusste ich auch nicht. Ja, ich habe das einfach so gemacht. Also einfach ist gut, ich habe nicht wirklich. Ja, egal. Ihr werdet es später sehen. Ich habe es mal Ewigkeiten probiert und dann nicht geschafft und dann habe ich es einmal. Dann bin ich dann einmal aus Versehen runtergefallen und bei dem Sprung wusste ich es übrigens auch nicht. Den habe ich so auf die Hardcore-Variante gemacht. Ich mache den auch immer mit Abrutschen. Ich mache den nicht mit Abrutschen, ich mache den mit Beinsprung. Was das geht? Hey, aber der Block. Ja, aber. Warte kurz. Der Block? Nein, der war Block noch nicht da. Der war eigentlich in der Demo-Version nicht da. Der macht auch keinen Sinn, wirklich. Ja, und vielleicht hat Brody gesehen, dass es auch so geht wie bei mir. Wie meine tolle Variante. Ich wusste nicht, dass man das mit dem Schalter machen muss und habe dann immer Ewigkeiten diesen einen Sprung probiert. Ich wusste auch nicht, dass man es mit dem Schalter machen kann. Nein, schau, du musst Bandsprung an die Wand machen und dann. Wow, unsichtbare Wände. Nein, ich zeige jetzt meine Möglichkeit. Ich bin stur, mein Freund. Sehr stur. So, jetzt sollte das funktionieren. Gerade. Ja, wenn du vielleicht abspringen würdest. Oh, okay, das war nicht so toll. Bei Freund. Was schreibst du gerade? Ich habe an jemanden, der mich nervt, geschrieben. Okay, sehr interessant. Das hat nicht funktioniert. Ja, genau, meine. Das ist. Also, falls du das hier sehen solltest, du nervst mich nicht. Irgendwie hat das früher besser geklappt. Hm? Oh, ist Ausreden. Ja, du hast es gesehen. So sollte das aussehen. Also bei meinen Verhältnissen. So, hier konnte man sich ducken oder auch nicht. Ich glaube, ich hatte das letzte Mal mich versucht zu ducken, aber das funktionierte dann irgendwie nicht. Ich glaube, da rutscht man ab. Nein. So, ich weiß nicht, wie dieser Stern so im Boden platziert ist, aber egal, ich find's cool. Okay, gefährliche Stadtdeckung, das war wirklich der Sternausgang. Dann gehen wir nochmal in diese Welt. Und ja, die Klippe entlang. Das war auch kein schwerer Stern, wenn ich mich erinnere. Außer das war ja, der mit dem Toxin. Nein, das war nicht der mit dem Toxin. Den Teufel. Das war schlecht. Kann man es eigentlich schaffen, von hier unten mit Weitsprung runterzukommen? Könnte sich fast ausgehen. Jetzt probierst du es sicher so lange, bis du schaffst, und dann dauert die Folge schon wieder 30 Minuten. Jawohl! Da schaut mal, wie gescheit ich bin, dass ich darauf gekommen bin. Also ich bin stolz auf mich, dass ich auf diese grandiose Idee gekommen bin. Ja, du bist ein sehr toller Mann. Ich weiß. Ich möchte dich heiraten. Yeah. Yeah. Du könntest ja bei Slow Runs Live
sowas wie Rufen, was so, bei einer Spende sowas machen wie Rufen für Buffers. Genau. Ah, es hat funktioniert. Vielleicht ohne abrutschen, das wäre toll. Und, ja. Moment, hier kommt doch so rüber, oder nicht? Ah. Ich glaube, das sollte funktionieren. Aber ist da oben überhaupt was? Ich glaube, da kommt erst später was. Ja, genau, das war das. Da kommt erst später was. Okay. 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 Und du bist, du gibst mir wirklich sehr viele Tipps, dankeschön. Ich gebe dir gerne Tipps, aber es war gerade mein Vater im Zimmer hoch und, dann, und bei dem darf ich keine Tipps geben, weil er würde sie sonst in seinem Let's Play verwenden. Und hier würde ich übrigens Let's Plays. Natürlich. Was würdest hier du hier machen? Zweiten Safe Slot, aber egal, du machst es eh auch ganz pro-mäßig im Gegensatz zu mir. Okay, wie ich damals das Let's Play gemacht habe, war ich noch schlechter als jetzt, also. Kann ich mir auch vorstellen. Naja, ich habe das auch mehr als einmal gemacht, glaub mir. Ah. So, und jetzt sei vorsichtig und renn nicht gleich in die Mitte. Und warum sollte ich dir Tipps geben? Du hast die Demo auch gespielt. Keine Ahnung, aber du wenigstens etwas sagst. Hi, ich bin Lava Red Boy. Hallo. Schön, dich kennenzulernen. Ah. Okay, das sollte ich vielleicht... Du Arsch. Das sollte ich vielleicht erst am Schluss abspringen. So, oh nein, vielleicht doch nicht so. Du Arsch. Okay. Mann, du Arsch. Geh weg. So. Okay, das war cool. Das war mal richtig cool. Wenigstens so. Schade. Was soll hier? Was soll das eigentlich gerade? So geht da. Okay, ich bin gerade dezent schlecht. Aber nur leicht. Vielleicht kommen bei dir dann irgendwann solche Stundenfolgen raus wie bei mir. Was? Wenn ich zwei Sterne mache. Ein Stundenfolgen, in denen ich zwei Sterne mache. Das Let's Play war schlecht. Das wird für immer mein schlechtestes bleiben. Und dein erstes. Mein erstes, ja. Das kann man eben. Mein schlechtestes finde ich Luigi U, weil da einfach das Spiel schlecht ist. Aber was war mit deinen alten? Oder zählen die nicht? Die zählen nicht. Das war meine Kitty-Vater. Da wo ich noch unbedingt einen Kommentar schreiben wollte und dann einfach irgendwie XD oder hahaha hingeschrieben habe. Diemanze ist viel zu einfach. Was? Diemanze ist viel zu einfach, finde ich. Aber naja, die Kiddie-Phase ist toll. Zum Glück habe ich die übersprungen. Oder ich bin jetzt mittendrin. Naja, du kanntest halt vorher schon die Rufen-Sachen. Ja, das war das Gute. Ich habe die erst später entdeckt. Und dann hat mich das Intellikluger gemacht. Intellikluger natürlich. Ah ja, und wir haben beide etwas Kaizumaru 64 zu verdanken. Wir wissen jetzt, wie ein schlechter Hack aussieht. Ja, und wir kennen jetzt Ruben. Ja, und wir dachten, er sei gut. Ja, wir dachten, er sei gut als Master R1003 bei Kaizumaru. Schlecht. Master R1003 war toll. Wieso musst du mich so abrutschen? Wieso ist das so rutschig? Du Arsch. Moment, ich will ja hier doch nur hochgehen. Wieso? Ah, so. Das war toll. Der letzte Versuch war zumindest toll. Okay, wir nehmen schon 15 Minuten auf und haben wie viele? Ich glaube zwei Sterne geholt, oder? Ja, zwei Sterne. Ich glaube, ich werde meine Tradition von 3 Sternen pro Folge in diesem Hack jetzt beibehalten. Toxische Insel. So. Das ist das mit dem Toxin. Das ist das mit dem Toxin. Das hat sogar einen Namen. Ha? Das hat sogar einen Namen, also. Ich bin ja mal so ein Wäh-Freund.
Auch wenn ich trotzdem immer I sag. Sag nur weh, wenn ich Schweizerdeutsch rede. Ich finde, zum Deutschen passt das nicht wirklich. Ja, aber ich bin Österreicher, ich darf das. Ich finde, im echten Treibsinn würde das nicht passieren. Ah. Nein, würde es nicht. Okay, Ja, Hexagon Skills. Hexagon Chaos, the real Hexagon Chaos. Ah, was war das? Okay. Nebenbei. Was? Es wurde in meinem, keine Ahnung welchem Part Greensters, der ein geheimer Hack von zwei geheimen Menschen angekündigt, den ich nebenbei auch Let's Playen werde. Yay. Ah, ja, ja. Also, ja. Wenn er dann irgendwann Hack draußen ist, aber irgendwie wenn der gewisse andere geheime Typ Mensch da, der zweite geheime Mensch da arbeitet irgendwie wenig dran. Und ich möchte nicht alle Sachen selber machen. Hey, du könntest ja mich noch mit einbinden. Das geheime Mensch könnte ja mich noch mit einbinden. Ich würde zwar auch nie was machen, aber ich wäre mit. Also jetzt kann ich wieder tolle Sachen sagen. Und wichtig sagen. Yay, cool. Jetzt läuft sie wieder. Ich mache mich jetzt wichtig und schaue tolle Nintendo-Videos. Oder ich gehe mal auf Twitch. Yay, Enop streamt und Stevie Tibu und Yay und Partey. Und ich gehe jetzt auch noch auf YouTube und schaue jetzt Domtendo, den besten Mario 64 Spieler der Welt. Ey, Pikmin 3 Let's Play von Domtendo, das muss ich mir unbedingt anschauen. Ich kann nichts mehr sagen. Domtendo regt sich gerade über die Neo Sunlight PM Fans auf, Yay. Ich wollte übrigens noch anmerken, dass der Mario hier wirklich sehr schöne Augen hat. Naja, ich wollte hier sagen, naja, wie soll ich es jetzt am besten erklären? Also erstmal, ich spiele schlecht. Moment mal kurz. Also ich wollte anmerken, dass es ist ja immer schön, wenn ich jetzt irgendwie am Morgen aufstehe. Also ich will dann ein Video rendern. Und was kommt dann? Ja, irgendwie die Aufnahme ist verschwunden, die zweite, die ich mit Lava Red Boy gemacht habe. Das ist natürlich schön. Das heißt, ich habe jetzt hier 17 Sterne und mache den 16 nochmal. Also, tut mir das leid, aber wir haben ja eh nicht viel erreicht in diesen. Wir haben gerade mal einen Stern gemacht. Über was wir gerade geredet haben, weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall, damals, als die Aufnahme noch da war, dann musste ich halt Feuerwerk ablassen, weil damals noch der Nationalfeiertag der Schweiz war und ja, dann habe ich mich so voll toll verletzt und so, weil die Rakete nicht abgegangen ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, der Abgrund ist, dass die Aufnahme halt gestorben ist und nicht mehr da war. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt aufgenommen habe. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich jetzt aufnehme. Ansonsten muss ich mich nach einer neuen Aufnahme Programm suchen und auf das habe ich keinen Bock, weil Action toll ist. Naja, auf jeden Fall, seit wann ist dieses Klavier da? Das will ich schon immer mal wissen. Das passt hier überhaupt nicht rein. Auf jeden Fall, die Sterne, die wir machen müssen, ist begeisterte rote. Nein! Nicht begeisterte rote Münzen, auf keinen Fall. Wir machen hier diese, wie hieß der Stern noch gleich? Irgendwas mit Inseln. Ah, was soll das? Ja, und ich habe auf jeden Fall, als ich den Inselstern gemacht habe, habe ich die Aufnahme dann abgebrochen, weil erstens 20 Minuten vorbei waren und zweitens ich dann die roten Münzen machen hätte müssen und die Geheimsterne noch nicht da waren dann. Das hieß, ich sollte die Aufnahme dann abbrechen und ja. Ich habe jetzt eigentlich auch nicht viel zu sagen, außer halt eben, dass die Aufnahme irgendwie verschwunden ist. Es wäre ganz schön, wenn du jetzt irgendwie einen rechten Sprung machen würdest, Mario. Einen rechten, nicht einen halben. Ich habe doch gedrückt, Mann, was willst du von mir? Das ist immer so ein blöder Sprung, weil der das sich immer so blöd slidet, aber auf jeden Fall, ich habe es geschafft. So. In Save State und dann können wir hier runterspringen.
Dieser Stein ist eigentlich nicht schwer. Man muss eigentlich nur die richtige Kamera haben. So nämlich. So, das mache ich eigentlich immer so. Und dann hat man schon den Stern. Ja, ist zwar jetzt durstig gewesen, aber auf jeden Fall haben wir jetzt wieder den blauen Stern mit weißen Augen. Ja, dann habe ich als... Moment, ich versuche es nachzustellen. Ich hatte jetzt meine 17 Sterne erreicht, ging rein. Begeisterte rote Münzen. Die geheimen Sterne kann ich nicht machen. Und was bedeutet das für mich? Genau. Ich bin Mendes oder so. Ciao.